In meiner Yoga-Ausbildung in New York habe ich sehr viel nach Iyengar, also Methode Iyengar, Yoga gelernt. Und zwar geht das nicht ohne einen Stuhl. Und in diesem Stuhl haben wir sehr viele Übungen gelernt, die ich noch heute brauche. Und vor allem Leute, die sehr nicht flexibel sind, so schön in die Position kann setzen. Und jetzt zeige ich euch ein paar wichtige Übungen auf dem Stuhl. Ustrasana, Camel Pose. Eine wunderbare Asanas, um eigentlich den Brustkorb zu öffnen und auch die Schultern. Man geht eigentlich mit den Hüften, wenn man auf den Knien ist, gegen vorne. Die Oberschenkel sind angespannt, das Gesäß auch. Es soll nicht ins Kreuz hineingehen. Dafür tut man die Brust öffnen und mit beiden Händen sollte man die Fersen berühren. Wenn man das nicht schafft, ist eben der Stuhl perfekt dafür, weil das verhilft einem, dass man die Schultern besser öffnen kann und vor allem den Brustkorb. Chakrasana, das Rad. Auch wieder eine Übung für Schultern und für den Brustkorb, die hier stark beansprucht werden. Und das ist eigentlich ein Asanas, wo man sich langsam dran antasten soll. Als Kind macht man das Rad ohne Probleme, aber als Erwachsene dann nicht. Deshalb ist es sehr gut, den Stuhl zu benutzen, dass man wirklich die Schulterbretter an den Kanten ansetzt und eigentlich mit dem Bolster richtig die Krone vom Kopf kann drauflegen kann und sich daran entspannen und somit die Übung kann ausüben. Pigeon Pose, wunderbar, um die Hüfte hier zu öffnen. Und am Boden hat man natürlich das ganze Gewicht vom Körper drauf. Und wenn man das auf den Stuhl macht, auch sehr effektvoll, aber natürlich weniger anstrengend. Den Stuhl und den Polster gibt es bei yoga-artikel.ch. Und ich bedanke mich bei Lola Fred für den tollen Jumpsuit und Astro Yoga fürs Studio. Namaste!